zu One Piece. Ja, ich muss mich wieder mal ein bisschen reinfuchsen. Ach komm. Irgendwie sieht das Ganze ein bisschen ausgestorben aus. Das finde ich sehr traurig, dass man da nicht ein bisschen mehr Leute hingepackt hat. Ich finde, One Piece hat ja genug Charaktere oder Side-Charaktere, wo man gut hinpacken kann. Da muss ich sagen, finde ich dann schon schade. Wie heißt denn du? Ich brauche unbedingt schönere Haut. Es gibt da ein paar Früchte, die wahre Wunder wirken. Hey du da, heute ist dein Glückstag. Ich erlaube dir 2 Juwelenfrüchte für mich zu. Das machst du sicher gern, stimmt's? Du bist doch eine hübsche Mädchen wie mich. Ich kann dir leider nur diesen kritischen Armreif dafür geben. Juwelenfrüchte findet man ganz leicht auf der Südseite von Stahlstadt. Vergiss es nicht, die sollte man. Okay. Schaut, das Gefängnis ist dort oben. Dann rennen wir mal.
Definitely too weit. So Erkundungsfertigkeiten, die ich hier gesammelt habe. Aber Information am Eingang der Stahlstadt. Mission. Der Teufelsfruchtnutzer auf der Jadebrücke war der Marine Vizeadmiral Smoker. Ruffy begibt sich nach Stahlstadt, um weiterhin seine Crews zu Eingang der Stahlstadt sammeln. Ja, ich bin ja fast da. Ist ja nur hier. Okay. Irgendwie funktioniert das nicht ganz so wie sonst, nehme ich an. Hat nichts getriggert. Okay. Jackie, der Gentleman. Ich habe gehört, dass das Gefängnis leid war, dass der Marinebasis rauskommt. Ich frage mich, ob da etwas mit dem Piraten im Gange ist. Piraten? Ob er damit uns gemeint hat? Fangen wir mal schnell. Ihr habt etwas über Piraten? Ja, wo? Verstanden, danke. Zum vorderen Bereich der Marine gehen. Okay. アイザックさんがいらっしゃったぞ。アイザックさんだ。ああ。あいつ、空中監獄の。ちょっとあんた、何するつもりだい。あ、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 
Hallo. Es tut mir leid, aber okay. Für euch mache ich das. Weil es ist ja nicht so eine lineare Geschichte. Die nächste Storytelling Reading machen wir wieder normal. Okay, wohin muss ich? Muss dorthin. Ich flieg einfach durch. Sie hat eine Liste mit den Abfahrtszeiten von Schlachtschiffen und Gefangenen entwendet. Und auch noch einen aktuellen Kampfbericht. Verdammt, wo zum Teufel ist sie nur hin? Augenzeugen berichten, dass sie nach Westen gezogen ist. Orange Haare, wie auch immer. Wir sollten uns aufteilen und sie suchen. Also ist das Nami, ne? Eine Frau mit orangen Haaren. Nami? Er meinte, sie sei in Richtung Elendsviertel aufgebrochen. Ich sollte der Sache besser nachgehen. Ja, finde ich auch. Wir beobachten mal schnell. Okay, hat nicht wirklich irgendwelche Leute hier, hä? Weil wir ziemlich alles geskippt haben jetzt. Also hier unten, ne? Hello. Ist das oben am Turm? I don't know. Hier unten ist das nicht. Ja gut, da muss es irgendwie da hoch sein. Aber ich habe keine Lust, jetzt hier herauszufinden, wie ich da hochkomme. Okay, irgendwie ist die Flugbahn extrem komisch. Weil wenn ich ja nach oben, dann möchte ich ja nach oben fliegen. Mich nach oben ziehen lassen und nicht nach vorne. Catch me if you can. Es ist vielleicht nicht gedacht. Spider-Man zu spielen, das Spiel. Hey, redest du von Nami? Du bist Troll Robbie. Gutes Timing. Pam, Junge. Vielen Dank für deine Hilfe. Die Marine ist uns schon lange auf der Spur. Mann, ich wollte doch nur wissen, ob sie Nami gesehen haben. Nami, suchst du nach der Frau mit der orangen Haaren? Du kennst sie? Wenn du nach der Frau suchst, die ist nicht mehr hier. Sie hat gesagt, sie will in der Menge untertauchen, also ist sie jetzt wahrscheinlich im Zentrum. Wie auch immer, ich sollte besser abbrechen.
Luffy. Im Zentrum, wo ist Janne. Das? Luffy, Janne, perfektes Timing. Hast du etwas herausgefunden? Nun, alles erzählen, basierend auf dem, was du gesagt hast. Müsste dieses verdächtige Aussehen Mädchen Nami sein und sie hat geheime Informationen der Marine in der Hände bekommen, als er hervorging, dass eines deiner Crewmitglieder festgenommen wurde. Eine Liste mit der abgelegenen Zeit von Kriegsschiffen, Berichte über kürzlich erfolgte Kämpfe und eine Liste mit Gefangenen. Wenn das stimmt, sind das echt wertvolle Informationen. Ich frage mich, sie hat über die Person gesprochen, die das Feuer eröffnet und das Aufstand angezettelt hat. Anscheinend wurde er oder diejenige noch nicht verhaftet. Wenn wir um den Kampfbericht und die Liste mit den Gefangenen ansehen, könnten wir... Ja, es wird verantwortlich werden. Ich frage mich allerdings, wo in Sicherheit ist. Keine Sorge. Nami weiß, wie man denen entwischt. Aber die haben... Nami ist für ihren Freunde, aber wir haben genug geredet. Wir müssen Nami hinterher schauen. Ich möchte das Zentrum vor der Marinebasis. Ich möchte sie auch etwas fragen. Teilen wir uns auf. So... Ja, ich, es ist viel Gerede hier. Darum, würde ich sagen, ich hätte es so schon durch. Oh, da oben ist hier die Kiste. Dorthin muss ich. Hallo, hier bin ich wieder. Hier mit der G, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nami. Nee, du bist nicht Nami. Ich muss mit dir reden. Konnichiwa. Schön. Hier, Isaac. Da ist sie. Ui. Sie ist nicht vom Himmel, der hat überlebt. Yes. Namija. Sicher ist sie das. Okay, nee, die hat so kleine Bubs. Ein unglaublich schönes Mädchen mit orangen Haaren gesehen. Es schien, als ob sie nach jemandem suchen würde. Okay. Ich will nicht mit dir reden. Geh weg. Niemand möchte mit dir reden. Danke. Ja. Das ist das wunderschöne Mädchen. Und das wunderschöne Mädchen möchte nicht mit mir sprechen, nehme ich an. Man erzählt sich, dass Isaac schon wieder vor einem Piratenfest ist. Wow. Super, also dann trete ich die Nüsse beim nächsten Mal. Da ist das wunderschöne Mädchen. Seht ihr Brüste? Jawohl, da ist sie. Ja, Sir! Endlich habe ich dich gefunden! Hier entlang. Diese Frau, wo ist sie? Hey, du da, hast du irgendwo eine verdächtige, aussehende Frau mit orangen Haaren gesehen? Oh,
Ich weiß, wen du meinst, tatsächlich. Naja, sie ist so eine Art Freundin von mir. Sie hat gesagt, sie wolle mit ihrem Freund durchbrennen und dann war da noch was von Halcombe-Hafen, nachdem sie sich in der Marinebasis getroffen haben. Halcombe-Hafen, sagst du? Sehr gut. Tut mir leid, ich wusste doch etwas sagen und das war das Erste, was mir eingefallen ist. Wenn du so laut bist, wird man nicht... Nami, sie hat mir doch echt geholfen, dass ich aus dem Himmelsgefängnis... Ich bin Nami, Ruffys Navigatorin. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin John, sehr erfreut, Navigatorin Nami. Ja, Frankie und Robin wurden beide festgenommen. Frankie wird an einem Ort namens Meeresgefängnis festgehalten und Robin sitzt in einem Gefängnisturm. Der Rest scheint nicht gefasst geworden zu sein. Aber leider weiß ich noch nicht, wo sie sind. Das ist alles, was ich im Moment weiß. Ganz alleine. Das wäre sehr mutig von dir, wenn du das sagst. Allerdings hatte ich wohl Glück, dass aufgrund des Aufstands nicht besonders viele Wachen in der Basis waren. Ich hätte deine Bitte bezüglich des Aufstands. Eine Bitte? Könnte ich mir die Kampfberichte und die Liste mit den Gefangenen, die du gefunden hast, mal ansehen? Na schön. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie für dich von Interesse sein werden. Piranha geschossen, aber sein Name stand nicht im Gefängnis, ist also kann er noch. Warum glaubst du, wurde er nicht gefangen genommen? Könnte deine Absicht dahinter stecken? Es scheint jedenfalls offensichtlich, dass dieser Piranha den Aufstand angezettelt hat. Ich könnte schwören, dass ich den Namen schon mal gehört habe. Wirklich? Oh, richtig, das waren doch mit diesen Elendsvierteln versteckt hatte. Ich sah jemanden, der sich ziemlich verdächtig verhielt. Er hatte auch einigen Kumpanen dabei. Sie haben mir eine Menge Waffen und anderes Zeug durch die Gegend geschleppt. Da dachte ich mir, dass sie wohl nichts Gutes im Schilde führen. Was, Waffen, sagst du? Oh nein, sie haben vielleicht vor, noch einen Aufstand anzuzetteln. Diesmal müssen wir sie abwenden. Okay. Es ist wirklich extrem viel Gerede. Die Eisenstadt. Kann ich da nicht irgendwie schneller reisen? Nein, ich kann wirklich einfach. Pokémon! Chutto! Barbecue! Katapult! Barbecue! Katapult! Die heißt Wuhu. Die Wuhu Trophäe. Rennen wir mal schnell einmal durch. Finden schnell unsere Helferin. Ist doch was. Hallo. Wer bist du? Du musst Piranha sein. Warum bringst du ständig Waffen hierher? Waffen? Oh, die dienen doch nur zur Selbstverteidigung, kleines Heulein. Schließlich ist das hier in letzter Zeit gefährlich. Ja, man weiß nie, wann es wieder zu einem Aufstand kommt. Ich polier dir die Fresse, Junge. Heide! Pups! Alter! Okay.
Danke! Oh, was ist das? Was ist... Egal. In your face. Danke, dass ihr gekommen seid. Hey, kann ich etwas fragen? Die Sache mit dem Waffenherrn und der Aufstand hat überhaupt nichts mit euch zu tun. Also warum habt ihr mir geholfen? Du hast uns auch geholfen, da könntest du wenigstens meinen Dank annehmen. So ist unser Captain aber. Außerdem hatten wir noch gar nicht gedankt. Danke, dass du mit dem Mittaghosenhals vom Hals gehalten hast. Mir gedankt. Aber ihr habt gerade mein Leben gerettet. Ich bin diejenige, die sich bedanken sollte. Also gut, nachdem wir jetzt fertig sind, sollten wir Frankie und Robin retten. Und die anderen müssen wir auch noch finden. Mit Nami und den anderen reden. Okay. Karma, erfülle bestimmte Bedingungen für verschiedene Charaktere, um ihr Karma zu steigern. Es zeigt an, wie gern sie dich haben. Mit steigender Karma ändert sich mit die Dialoge des jeweiligen Charakters und neue Nebenmissionen werden verfügbar. Wenn du für einen Charakter maximal Karma erreichst, wirst du vielleicht mit einer Sonderszene belohnt. Wir holen Nami zuerst. Die Anzahl gibt an, wie schwierig eine Mission ist. Beginnen wir einfach eine Mission, arbeite dich zu den schwierigen vor. Okay. So. Frankie. Da raus. Schauen wir mal unsere Fertigkeiten. Was ist das? Verlängert den Flug. Ich möchte gerne etwas im Kampf haben. Gum Gum Eagle Storm. Bist du für ein Sniper-Typ? Du Penner, was kannst du haben? Das haben. So. Habe ich es trotzdem noch geschafft? Okay. Sollte klappen. Machen wir Stealth Move. Oh.
Geld. Ja, nachladen. Weiter geht's. So, ich kann zwar schon fliegen. Zack. Okay. Ja, ich will dann schauen, was ihr für Typen seid. Aber ihr könnt ja auch einigermaßen kämpfen. Zack. Stealth Modus. Ah, Spider-Man ist. Wie will man den holen, wenn man nicht mal drauf landen kann? Ja, wir lassen es jetzt. Wir lassen es. Ja, das ist eine Schatzkiste. Die holen wir uns. Ach, die Steuerung. Strange, dass er mich hinter der Absperrung sieht. Meeresgefängnis. Nee. Ja, ich bin drin, aber wegen dem ganzen Wasser hier komme ich nicht runter in den Keller. Es muss auf jeder Etage ein Mechanismus geben, mit dem man das Wasser schauen kann. Ja, und jetzt hast du mich. Oh, ich war doch dort oben. Du gehst doch! So. Oh, don't get knocked!
ein 1 gegen 1 habt ihr keine Chance, ne? Genau, keine Chance habt ihr. Das muss der Schalter sein. Dun, 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 dun. So, Wasser ab. Luffy. Miau. Aber wollt ihr wissen, wo ich bin? Guten Tag, mein Herr. Von oben kommt der. Ich hoffe doch, ich habe nicht zu fest gestört. Sie konnten trotzdem noch eine angenehme Reise haben. Und sind sehr zufrieden mit der Airline Monkey D. Luffy. Einmal rum. Ich sehe immer noch keinen Schalter. Da ist auch kein Schalter. Machen wir mal AG. Ja, von dort komme ich her, oder? Nicht an, dass sie hier irgendwie nochmal einen Schalter hingepackt haben. Ah, dort ist er. Nee. Nächstes Wasserlevel runter. Ich frage mich, wie die Leute hier überhaupt atmen konnten, die Marine, also die Soldaten. Upsala. Ah, dort ist sie. Kennt halt das nicht, ne? Nee, was war jetzt? Hey. Das nennt man Snipern. Weiter runter geht's. Okay. Das Wasser ist jetzt schon weg. Kann ich jetzt runter ins 6. Geschoss? Noch nicht. Das Wasser ist nur bis zur 5. Etage abgelaufen. Wir machen eine Mission zur 6. Etage. Ist etwas kompliziert, also hör gut zu. Um das Wasser im 6. Untergeschoss abfließen zu lassen, musst du 3 Schalter betätigen, bevor der Countdown endet.
In den UGS 3 bis 5 gibt es wie bisher 4 Leertaschen. Sobald du den Schalter betätigst, beginnt ein Counter. Also musst du dich beeilen, um die anderen beiden Schalter zu betätigen. Nee. Das ist noch so. Klar doch. Okay. Also. Das heißt. Wir müssen die Schalter betätigen. Wo ist der Schalter auf dieser Etage? Okay. What the fuck? Oha! Also. Kannst du nicht einfach... Ich drücke einmal. Jetzt geht es. Ich nehme an, wenn es gelb sind, wurden es betätigt. Ja. So. In der untersten Etage haben wir alles gekleant. Sehen sogar von hier aus. Das ist super. So. Und wurde ja schon alles geklärt. Das war jetzt Glück, dass wir nicht da sonst wohin gefallen sind. Frankie.
du hast es geschafft. Suchen wir nach Frankie. Nach Mr. Super. So. Ich habe es nach unten geschafft. Wo ist Frankie? Hast du ihn gefunden? Ich kann nicht in die Zelle hineinsehen. Ich werde versuchen, seine Ameisenheit zu spüren. Suche nach einem Gerät, mit dem die Tür neben der Zelle öffnen werden kann. Okay. Zack, zack, zack. Dort ist er. Frankie, my friend. Komm, ich geflogen. Zack. Ich trick mal welche. Warte. Oh. Okay. In Ordnung. Mir geht's prächtig. Luffy? Frankie! Super! Hey Ruffy, ich hatte mich schon gefragt, wenn du hier auftauchen würdest. Frankie, alles in Ordnung. Mir geht's gut. Warst du allerdings ein paar Tage später gekommen, weil ich vielleicht in meine Einzelteile zerlegt wurde. Was hat die Marine mit dir gemacht? Naja, ich bin der seltsamste Typ, den die Welt je gesehen hat. Ich kann ihnen nicht übel nehmen, dass sie Interesse an mir haben. Ihr Boss war besonders an meinem Körper interessiert. Es ist keine Zeit zum Quatschen, beeil dich und verschwinde von dort. Ich glaube nicht, dass ich die Stimme kenne. Wer ist denn das Land der Leitung, Ruffy? Herr des Jean. Ich habe gesagt, heb's dir für später auf. Okay, gut. Komm schon, Frankie. Lass uns los hier verschwinden. Du sagst es. Okay, ihr beiden. Ich werde in der Stahlstadt auf euch warten. Muss ich jetzt ganz hoch? Also ich kann schon. Ja, gut. Also geht's schneller. Gehen wir noch zu Nami. Und danach würde ich sagen, ist das auch gut für heute. Dann haben wir Nami und Frank in unsere Crew geholt. Ging ein bisschen schnell. I know. Aber hey. Wir müssen unsere Crew schnell zusammen haben. Aber ich bin hier. Willkommen zurück, Ruffy und Frankie. Du bist also schön. Danke für deine Hilfe, Sean. Super, überlass es mir, wenn wir noch etwas brauchen, besorge ich es in Hand drehen. Ausrüstung, Kleider herstellen, spreche mit Lissop oder Frank über den 1000 Sony, um Ausrüstung oder Kleidung herzustellen. Wähle die Ausrüstung oder Kleidung. Okay, okay. Okay. Das ganz normale Crafting-System. Nehme ich jetzt gut, ich will diese Insel weiter erforschen. Okay, Ruffy, gib mir Bescheid, wenn du irgendetwas brauchst. I need money, money, money is what I need. Wir gehen noch bei unseren Fertigkeiten. 500 Angriff. Puh. Armer Typ.
das ist noch geil. Okay. Also angenommen, ich nehme das für 100. Das ist 200, dann habe ich noch 100. Gegner zugewandt bist, um dich auf ihn zu stützen. Schon oben erhöht die Häufigkeit von Items. Okay. Bewegungstempo. Regenerationstempo. Betäubungswert. Beobachterhaki. Ich glaube, ich gehe mit der Bazooka. Und ich nehme das Versa. So. Dann danke ich euch schon viel mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Crew von Ruffy.